Hallo, ich habe die Anfrage eines YouTube-Freundes erhalten. Der hat hier eine Liste von Vereinsmitgliedern. Da sind alle Mitglieder enthalten, aktive, aber auch inaktive Mitglieder. Dazu hat er eine zweite Liste. Da stehen also alle diese inaktiven Mitglieder drin. Und nun möchte der zu Weihnachten E-Mails verschicken, allerdings eben nur an die aktiven Mitglieder. Und jetzt steht er also vor der Frage, wie er die aktiven Mitglieder aus dieser Gesamtliste hier herausfiltern kann. Nun kann man sich das eigentlich einfach machen und hier vielleicht noch eine Spalte einfügen und hier händisch einträgt, ob das Mitglied aktiv ist, ja oder nein. In diesem kleinen Beispiel mag das gehen, wenn die Listen länger sind, ist das ziemlich mühselig. Deshalb will ich hier eine Funktion einsetzen. Mach das hier nochmal rückgängig. Ich möchte das zunächst mit der Funktion Zählen, wenn zeigen. Da geben wir hier zunächst einen Bereich ein und das sind die Daten der inaktiven Mitglieder. Mit der Funktionstaste F4 setze ich mal hier die Dollarzeichen, um das festzusetzen, weil ich die Formel nach unten kopieren will. Und Suchkriterien sind die Daten in dieser Zeile, nämlich Vorname, Nachname, Ort und E-Mail. Adresse, schließe ich mal die Klammer. Wenn wir hier die Funktion zählen, wenn benutzen und sage ich mal nur ein Kriterium auswählen, dann können wir jetzt das mit Enter bestätigen. Also ein Kriterium würde bedeuten, jetzt wir suchen hier nur nach den Nachnamen oder den Vornamen, aber weil der Nachname ja mehrmals vorkommen kann, Meier, Schulze, Lehmann, kommt ja öfter vor, möchte ich also als Suchkriterium den gesamten Datensatz hier, die gesamte Zeile durchsuchen. Und dann müssen wir das hier als Matrixformel schreiben. Dann wird sozusagen in einer Schleife oder werden in einer Schleife alle Suchkriterien abgefragt. Und das erreichen wir, indem wir jetzt die Tastenkombination Steuerung Umschalt und Enter drücken. Dann sehen wir hier, wir bekommen hier die geschweiften Klammern angezeigt. Und wenn ich das jetzt hier nach unten kopiere, dann hat er mir also die Datensätze hier gezählt, die er in diesem Bereich hier gefunden hat. Und da sehen wir also, dass die Inaktiven hier den Wert 1 haben und die aktiven Mitglieder, also die Mitglieder, die hier nicht drin stehen, eben den Wert 0. Das also mit Zählen, wenn als Matrixfunktion. Ich mache das hier nochmal rückgängig und will das jetzt nochmal mit der Funktion Zählen, wenn's zeigen. Hier können wir also mehrere Kriterien, Bereiche und Kriterien festlegen, also mehrere Bedingungen setzen. Aber diese Funktion Zählen, wenn's, die gibt es erst ab der Excel-Version 2007 und deshalb wollte ich das auch nochmal mit der Zählen, wenn-Funktion zeigen. Hier legen wir also auch im Kriterienbereich fest, das soll zunächst hier der Vorname sein, wieder mit F4 festgesetzt. Das Suchkriterium ist dann hier der Vorname. Der zweite Kriterienbereich soll dann hier der Nachname sein, falls wieder mit Dollar festgehalten. Und das Kriterium, das Suchkriterium ist hier der Nachname. Wir könnten das jetzt hier für Ort und E-Mail-Adresse fortsetzen. Ich lasse das aber mal dabei beim Vor- und Zunamen. Setzen wir die Klammer und bestätigen das. Und ich kopiere das hier nochmal nach unten. Und wir erhalten dasselbe Ergebnis. Eine 0 für die aktiven Mitglieder und die nicht aktiven aus diesem Bereich bekommen hier die 1. Das können wir jetzt noch ein bisschen schöner gestalten. Ich will hier nicht die 0 und die 1 zu stehen haben. Der soll mir hier eben Ja oder Nein hinschreiben. Und dazu setze ich hier einfach nochmal eine Wenn-Funktion und sage dem Wenn mit dieser Formel Zählen, wenn's als Ergebnis eine 0 rauskommt, dann sind die Mitglieder ja aktiv. Dann soll er also mir ein Ja hinschreiben. Und wenn das nicht zutrifft, also wenn er hier eine 1 ausgibt, dann sind die Mitglieder inaktiv. Dann bestätige ich die Formel und kopiere das hier
nochmal nach unten. Ja, und dann haben wir eben hier zu stehen, ob aktiv, ja oder nein. Ich kann mich hier mal in die Zelle setzen und schalte den Filter ein, den Autofilter, und kann hier eben einfach sagen, zeigt mir nur die aktiven Mitglieder an, und ich kann dann mir die Mitglieder raussuchen und denen dann eine E-Mail schreiben. Okay.